Die Geschichte heute, die geht auch ums Mittelalter, aber nicht um ein Burgfräulein. Nein, aber das seht ihr gleich. Kennt ihr den da? Das ist Martin Luther. In diesem Jahr vor 500 Jahren musste Martin Luther vor dem Reichstag stehen. Also das heißt vor dem Kaiser und den ganzen hohen Leuten, den Fürsten. Und das könnt ihr euch vielleicht so vorstellen, wie die Leute, die unser Land regieren, die Kanzler und die hohen Leute, wenn die sich treffen. Und das war dann der Reichstag damals. Und da musste Martin Luther vor denen stehen. Aber darüber hören wir jetzt in den nächsten Kinderstunden. Jetzt kommen wir in einen wunderschönen Garten. Hier ist nichts aus Zufall gewachsen. Die Bäume sind alle geplant, wo welcher Baum steht. Guck mal, durch die Bäume kann man den Dom schon sehen. Und hier neben dem Dom stand der nördliche Bezirk. Papa, vom Bischof. Die Schuhe sehen so aus wie Crocs. Stimmt. Da kannst du mal probieren, ob du da reinpasst. Das sind die Schuhe von Martin Luther. War er denn so groß, dass er so große Schuhe tragen musste? Ja, die Schuhe sind groß, weil es ein großartiges Ereignis war. Was hat Luther denn getan? Das war der Platz, wo der Luther vor dem Reichstag stand. Und das war schon vor den großen Leuten. Da braucht man ganz schön viel Mut. Möchten Sie Ihre Schriften widerrufen? Ja oder nein? Ihr verlangt, dass ich in einem Augenblick alles vernichte, was ich jahrelang aufgebaut habe. Ja, hier stand der Luther vor den mächtigsten Männern seiner Zeit damals und musste sich entscheiden. Bitte erzähl uns doch, wie es weitergeht, Papa. Oh ja, das würde ich auch gerne wissen. Okay, ich erzähle euch gerne, wie alles begann mit der Geschichte von Martin Luther und warum Martin Luther heute noch so bekannt ist und warum das für uns so wichtig ist. Kommt mit, da hinten ist eine Bank, da können wir uns hinsetzen. So, das ist ein Fall. Sag mal, hast du nicht ein paar Kekse dabei? Ja. Ach, ich könnte jetzt wirklich was gebrauchen. Ich auch. Ah, das sieht ja gut aus. Soll ich die auch machen? Die sind ja noch original verpackt. Man. Das können wir aber nicht lange machen. Hier, greifen wir zu. Danke. So bescheidene Kinder ist das hier. Ja, hier. Also wieder zurück. Hey, Sunny High Welt, wir können ja nicht einfach was essen. Wollt ihr auch einen Keks haben? Gerne bitte. Lasst euch schmecken. Der Mann, der von diesen Schriften gesprochen hat, das waren die Schriften, die Martin Luther mit Gottes Hilfe aufgeschrieben hat. Und das war Martin wichtig, dass er rüberbringt, dass Gott uns Menschen liebt und dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen können. Aber Papa, das weiß ich.
doch schon, das hat mir Mama schon so oft in der Kinderbibel gesagt, in Sunny Highway, in der Kinderstunde und im Gottesdienst habe ich das auch schon gehört. Ja, und das ist genau der Punkt. Die Leute damals haben das nicht gewusst, auf jeden Fall die meisten. Haben die das nicht schon mal im Gottesdienst gehört? Leider nein, damals waren die Gottesdienste nicht in der Sprache von den Leuten. Sie wurden in Latein, Aramäisch gehalten, aber keiner hat es verstanden. Und die Bibel, konnten die nicht einfach die Bibel nehmen und darin lesen? Also viele konnten noch nicht lesen. Die denken vielleicht, das wäre schön, weil es noch keine Schule gab. Aber Schule hat ja auch den Vorteil, dass man lesen kann. Das konnten viele nicht. Und dann war die Bibel auch nicht in der Sprache, in Deutsch, vorhanden, sondern nur in der Ursprache. Das konnten noch weniger. Aber wieso konnte er die Schriften nicht lassen? Es wäre doch für ihn besser gewesen. Ja, aber damals wollte die Kirche das nicht. Am besten, ich fange von ganz vorne an, euch das zu erzählen. Dann versteht man die Geschichte besser. Oh ja, die armen Menschen damals. Warum durften sie das nicht wissen? Also, die Geschichte von Martin Luther, die begann vor über 500 Jahren. Der ist am 10. November in Eisleben geboren. Und der durfte dort in die Schule gehen, war ja auch nicht jeder, war ein fleißiger Junge, hat viel gelernt und konnte später sogar studieren. Das war schon ein Privileg. Was hat er denn studiert? Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zur Bibelentdeckerrunde. Ja, wir sind gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Martin Luther. Das ist in Deutschland, aber in ganz Europa ein Begriff, ja sogar weltweit. Und tja, ich habe sogar in meinem Wohnzimmer einiges von ihm gefunden. Er hat ja die Bibel übersetzt. Das werden wir noch alles lernen. Und ja, hier ist zum Beispiel so eine alte Lutherbibel. Ich gucke jetzt mal, von wann die ist. Hier steht drin Berlin 1900. 1900, also die ist schon 121 Jahre alt, diese Bibel. Und ich habe noch eine gefunden. Die ist, hier ist sogar eine Widmung drin, die ist mindestens hier jemandem gewidmet worden am 27. August 1892. Also nochmal 8 Jahre älter. Hier steht es auch, da 1892. Und ich habe auch eine richtig gut erhaltene noch.
Die ist hier. Schaut mal, die hat sogar so einen richtig schönen Goldschnitt. Die sieht richtig schick aus. Mal gucken, von wann die ist. Oh, hier findet man überhaupt kein Datum, aber die sieht genauso aus, dass sie auch ungefähr von 1897 sein müsste. Ach, hier ist er sogar drin, der Martin Luther. Und ja, also ich bin gespannt, ob ihr auch eine Lutherbibel zu Hause habt. Und das ist jetzt eure Aufgabe. Ihr müsst die älteste Lutherbibel finden. Schaut nach bei euren Eltern, Großeltern, Freunden und macht ein Foto von dem Datum, von wann diese Lutherbibel ist und schickt uns das Foto an die bekannte E-Mail-Adresse kids@sunny-highway.de. Und wie immer brauchen wir das bis Dienstag 18 Uhr. Und wisst ihr, die ersten Lutherbibeln, die hat jemand gedruckt, der hieß Gutenberg, der hat das sogar erfunden, wie man Bücher druckt, hat seine Maschine dafür entwickelt und damit dann gedruckt. Und davon gibt es noch ein paar Exemplare und da ist mal in den 90er Jahren eins für 4,6 Millionen Euro versteigert worden, eine Bibel. Und vielleicht findet ihr ja auch etwas Wertvolles, wer weiß. Aber eins kann ich euch jetzt schon sagen, es ist, Gottes Wort ist viel wertvoller als 4,6 Millionen. Denn in Gottes Wort finden wir die Erlösung vom Bösen und das ewige Leben. Davon berichtet uns die Bibel und das ist unbezahlbar. Deswegen, Kinder, lest die Bibel. Egal, ob sie von Martin Luther übersetzt worden ist oder von jemand anders. Auch wenn es jetzt in den nächsten Sunny Highway Stunden um diesen Martin Luther geht. Ich wünsche euch ganz viel Freude jetzt beim Suchen, dass ihr die älteste Lutherbibel findet. Jetzt kommt die Preisverleihung und ich hoffe, dass du gewinnst. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Dreimal dürft ihr raten, was jetzt kommt. Richtig, die Preisverleihung. Und wisst ihr, was zuerst passiert? Nochmal richtig, eure Bilder. Bis gleich!
da seid ihr wieder. Toll, dass ihr alle mitgemacht habt und vielen Dank, dass es so viele waren. Das habt ihr echt, echt super gemacht. Und um jetzt den Gewinner herauszufinden, habe ich eure Namen auf diesen Zettel ausgedruckt und in verschiedenen Buchstabenkategorien einsortiert. Ich werde jetzt diese Bombe hier gleich loslaufen lassen und im Kopf immer die Buchstaben durchgehen. Und wenn die Bombe explodiert, bei dem Buchstaben, wo ich dann bin, da wird dann der genauere Gewinner ausgesucht später. Und los geht's! Wir sind beim Buchstaben H. Jetzt bitte ich meine Mama, die ist hinter der Kamera, eine Nummer von 1 bis 5 zu sagen. 4. 4, das sind Dario, Linda und Nele. Herzlichen Glückwunsch und bis zum nächsten Freitag. Tschüss! Hallo Kinder, hallo ihr, Sunny Highway war jetzt hier.